Frankfurt Airport, Deutschlands Tor zur Welt. Hier sind sie eingeschwebt zur großen Revanche. Juan Pablo Hernandez und Steve Cunningham. Eigentlich finde ich gut, wegen diesem strittigen Ende. Also finde ich, es sollte einen zweiten Kampf geben. Die Bilder des ersten Duells. Sie verfolgen beide Boxer seit jener Nacht. Hernandez mit Blitzstart. Nach 143 Sekunden erwischt er den Amerikaner an der Schläfe. Ich habe gehört, das Anzählen wäre zu lang gewesen. Das ist lächerlich. Oder dass der Ringrichter mich hätte rausnehmen müssen, als ich nochmal auf die Knie gefallen bin. Man sollte einem Weltmeister immer die Chance geben, zu zeigen, dass er der Beste ist. Cunningham kommt zurück und greift an. Trifft Hernandez mit guten Händen, aber zweimal auch unfair mit Kopfstößen. Die linke Seite in diesem Augenblick total war komplett taub. Also ich spürte nur in die Stelle den Cut, aber die andere gegenüber war taub. Also und der nah auf den Augenbrauen, die spürte ich kaum, aber die waren richtig tief. Also musste man unbedingt den Kampf enden. Die Verletzung zu groß. Nach 6 Runden beendet Referee Wen das Duell. 2 von 3 Punktrichtern sehen Hernandez vorn. Der Mann aus Berlin entthront den Champion. Cunningham ist bedient. Einen Titel auf diese Art zu verlieren, ist katastrophal. Es ärgert mich und nervt mich total. Der Ex-Champ ist sauer, fühlt sich immer noch verschaukelt. Ein Herausforderer mit gutem Bauch. Das wäre ja ein Glücksfall, weil einer, der finden wird im Ring, leicht auszurechnen ist. Ein schmaler Grat zwischen Steilflug und Bruchlandung beim zweiten Duell der beiden besten Cruisergewichtler der Welt.